Wir sind heute beim BEMA Trainings- und Gesundheitstag mit Simone Blum hier auf der Olympia-Reitanlage in München-Riem. 12 Nachwuchstalente haben sich beworben und sind heute mit ihren Pferden hier aus Bayern angereist. Von dem Gesundheitstag heute erhoffe ich mir, dass ich vor allem in meiner Ernährung ein bisschen was mit nach Hause nehmen kann, wenn man sich ja einfach, ja, ich sage es mal, mehr aufs Pferd konzentriert und man selber ist eher ein bisschen hinten angestellt. Dieser Tag heute ist für die Jugendlichen oder für die Teenager auch oder für die nächste Generation, was ganz wichtig ist, um zu sehen, hey, mein Körper ist holistisch, alles spielt ineinander. Heute steht das Thema Gesunderhaltung, Gesundheit allgemein, aber auch natürlich Leistungssteigerung, Prävention, Regeneration hier im Vordergrund. Deswegen haben wir verschiedene Einheiten für die Teilnehmerinnen. Zum einen haben wir eine Yoga-Einheit für die Teilnehmerinnen organisiert. Das heißt, sie können sich eben mit dem Thema Yoga, mentale Gesundheit, Entspannung auseinandersetzen. Dann zum anderen haben wir einen Ernährungsvortrag, auch so ein bisschen interaktiv gestaltet. Es gab gesunde Energy Balls als Snack zwischendurch. Zudem können die Teilnehmerinnen natürlich auch BEMA ausprobieren. Zum einen an sich selber, das heißt, sie können die Humangeräte testen. Und zum anderen können Sie auch die Horsesets mit in den Stall nehmen und an Ihren eigenen Pferden ausprobieren. Zudem haben wir natürlich das Highlight, das ist das Springtraining bei Simone Blum. Der BEMA Gesundheits- und Trainingstag macht richtig viel Spaß. Für mich ist es einfach super, mit jungen Talenten trainieren zu können und einfach den Vorher-Nachher-Effekt, vor allem die Verbesserung zu sehen, das ist was ganz Besonderes für mich und auch zu sehen, dass die Reiter und Reiterinnen richtig glücklich sind danach, weil sie merken, es ist eigentlich gar nicht so schwer und vorher waren vielleicht ein paar Probleme da und die wurden dann danach gelöst und das ist immer ein ganz tolles Gefühl. Ich fand es sehr gut, weil also die Simone hat sich sofort auf uns eingestellt und hat eigentlich sofort unsere Probleme, sage ich mal, erkannt. Ich kann sehr viel mitnehmen und am meisten Spaß gemacht hat mir natürlich einfach Springen in der tollen Riesenhalle. Also das ist natürlich schon mal eine coole Atmosphäre, die man natürlich nicht jeden Tag hat. Und es hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht.